Hallo liebe Tasty Food Freunde, es ist Apfelernte und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Fast, Easy and Tasty. Heute machen wir ein einfaches Apfelmus selber. Also, los geht's! Und das sind unsere Zutaten. 1 Kilo Äpfel, 1 Zitrone, 4 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Zimt, 2 Päckchen Vanillezucker und 100 Milliliter Wasser. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir starten mit der Fleißarbeit. Die Äpfel werden geschält, entkernt und in kleine Würfel geschnitten. Für unser leckeres Apfelmus benötigen wir den Saft einer Zitrone. Die Zitronensäure verhindert nicht nur, dass das Apfelmus bräunlich anläuft, sondern verleiht unserem Mus auch noch eine leichte frische Note. Weiter geht's am Herd. Wir geben den Zucker in einen großen Topf. Sobald er karamellisiert ist, kommen die Äpfel dazu. Nun das Ganze mit Wasser ablöschen. Puderzucker. Zitronensaft. Und Zimt dazu. Nochmal gut umrühren. Den Topf schließen und für ca. 30 Minuten köcheln lassen. Sind rum. Die Äpfel sind richtig schön weich geworden, also kann püriert werden. Unser Apfelmus ist richtig schön cremig geworden. Es wird Zeit zum Servieren. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, lasst es euch gut schmecken und abonniert am besten gleich unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Tschüss.